Also, es geht weiter. Mit diesem Teil und dann kommt hier der Refrain. Ja, okay, aber das kommt erst im nächsten Video. Erstmal machen wir die Strophe und den Übergang zum Refrain zu Ende. Also, was du schon kennst, ist. Und Achtung. Da, wir haben tatsächlich nur diese zwei Töne, Ass und B. Und ich empfehle dir, die mit Zeigefinger und Mittelfinger zu spielen, weil es sehr rhythmisch wird. Auch hier ist wieder der Rhythmus definitiv das wichtigste Element. Ja, und mit den Fingern wirst du sehr wahrscheinlich den Rhythmus am besten kontrollieren können. Ja, nämlich zum Beispiel die beiden Finger sind eher die schwachen Finger. Ja, das ist schwieriger, damit das zu kontrollieren. Mit denen auch, weil hier auch der schwache Finger noch dabei ist. Die sind stark und der Daumen ist meistens zu schwer. Deswegen sind Zeigefinger und Ringfinger am besten. Badam, bam. Also erstmal die linke Hand, ja. Das müssen wir uns erstmal denken. Eins, zwei. Ja, das empfehle ich dir jetzt als ersten Überabschnitt. Erstmal links zu denken. Eins, zwei. Ja, guck mal, ich mache das wirklich nach Gefühl. Ich habe so ungefähr, ich kenne zwar den Text jetzt nicht aus dem Original, aber es ist irgendwie damit broke your car, keine Ahnung was. Ne? Und es variiert sowieso von Strophen. Ja, irgendwie broke your car, Hotel Bar, keine Ahnung was alles ist. Versuch diesen Rhythmus hier zu übertragen. Also, 1, 2, as, 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 b, b, as, 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 b, b. Ja, und das b, b ist ba, ba, du, 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 du. Es geht immer zweimal hoch aufs b irgendwie, ne? Badam, bam, 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 badam, bam, badadadam, bam, bam. Ja, oben das b ist immer tschak, tschak. Irgendwie sowas, ne? Ja, also nur mal die rechte Hand. Die ersten denken 1, 2. 1, 2. 1, 2. Guck mal hier, badam, bam, der 1, 2, 3, der dritte ist der stärkste, ne? Badam, bam, badam, bam, 1, so, badam, bam, 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 badam, bam, badadadam, bam, bam. Ja, auch die, Rhythmus ist nicht nur, wie lang und wie kurz die Töne gehalten werden und wann sie angeschlagen werden, sondern auch, wie laut sie angeschlagen werden. Dum, dum. Ja, okay, also das ist der Überabschnitt, eigentlich auch der wichtigste dieses Teils. Das wird wiederholt, das wird zweimal gespielt. Jetzt nehmen wir einmal die linke Hand dazu, bevor wir noch weitermachen. Es geht gleich noch weiter in der rechten Hand. Die linke Hand hat wieder die gleichen Töne, D, S und F und ich spiele es hier einmal langsam vor. Achtung. Wiederholt. Mal 1, so. Okay, also das mit der linken Hand zusammen. Ich lege die Töne einfach nur am Anfang. Also erst immer die linke Hand, 1, so. Beim zweiten B, links das S. Beim Ass, links das F. Und beim zweiten B wieder das S.
Okay. Und, also, das ist jetzt erstmal hier, wie die zusammengespielt würden. Jetzt bringen wir für die Leute, die das ein bisschen umfangreicher spielen wollen, noch ein bisschen mehr Rhythmus rein in der linken Hand. Baudab, bab, baudab, nur die linke Hand. Badab, bab, baudab, ja. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, baudab, bab, daudab. Das ist der Rhythmus in der linken Hand. Erstmal den in der linken Hand perfekt so einüben, wenn du möchtest. Ja, es wird, klingt dann später ein bisschen spannender. Und so wird zusammengespielt. Guck mal. Also es lang, kurz. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, nämlich erstmal spielt die linke Hand das alleine. Dann die rechte Hand. Ganz normal auf dem zweiten B links das S. Wenn es jetzt weitergeht, spiele ich das zusammen. Also erstmal zusammen, dann rechts. Links. Also zusammen rechts, links. Und dann auf dem zweiten B wieder links das S. Also nochmal. Und. Das hier ist die Herausforderung. Zusammen rechts, links, rechts. Ja, das wäre ein Überabschnitt nochmal. Okay, also das ist die komplexere Version und du kannst die linke auch gerne eine Oktave tiefer spielen. Ja, da sieht man mal, das klingt schon ziemlich, cool eigentlich. Ja? Vielleicht, wenn du das so schon spielen kannst, dann ist das schon definitiv sehr fortgeschritten. Okay, weiter geht's. Die rechte Hand hat nämlich noch dieses Muster, das wird auch wiederholt. Also, As, B, C, B, As, S, S, C, B. Nochmal. Ja, ich spiele es mit dem Fingersatz hier, mit dem Ringfinger oben. Das hier sind die Töne. Wir gehen einmal vom Ass hoch. Dann geht's also hoch zum C, runter zum Ass. Dann einmal runter zum S, ganz hoch zum C und dann ein runter zum B. S. Ja, das S wird zweimal angeschlagen. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay. Also, das wird zweimal wiederholt. As, B, C, B, S, As, S, S, C, B und dann wiederholt. Und zusammen ist das. Also erst das As rechts alleine, dann B und S zusammen. C, B, As, S. S, C, B und links wird das S gespielt. Und zwar spiele ich hier nur S, Des und S und dann in der Wiederholung nochmal Des und S. Also ich gehe nicht hoch aufs F. Lam, bam, badam, 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 S, 2, 3.
3, 4 und das bada. Und dann es 2, 3, 4. Okay, also hier gehe ich ausnahmsweise nicht hoch aufs F. Im Original wird es tatsächlich irgendwie anders gespielt, aber auf dem Klavier kann man es so am besten umsetzen, finde ich. Gerade weil das ja ursprünglich von DJs produziert ist, ist ein bisschen elektronischer, deswegen kann man nicht alles 1:1 aufs Klavier übersetzen. Aber so ist es definitiv cool. So, das ist das, die etwas rhythmischere Version, wenn ich die spiele. Des, es, 2, 3, 4, des, es, 2, 3. Ich kann es auch noch, übrigens, ich variiere auch das sehr oft. Des, es, des. Das wäre jetzt auch eine coole Übung für dich. Das, so rhythmisch mal zu spielen. S, des. Können wir mal zusammen machen, ne? Des. Ja, also, es muss nicht immer ganz genau sein, wenn du die rechte Hand dazu spielst oder auch mal. Manchmal spiele ich es auch einfach nur so in der linken Hand. Und dann kommt nämlich der Refrain und der ist nochmal mehr rhythmisch. Okay, also, pass auf, ich spiele dir einmal die ganze Strophe noch einmal vor. Ja, dass du dir da das im Kontext nochmal anschauen kannst. Also, von Anfang an. 1, 2, 3, 4. Das ist der Refrain. Und damit machen wir weiter im nächsten Teil. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Erstmal hier mit diesem Video viel Spaß, viel Erfolg. Es ist ein kleines Arbeitsvideo. Ja, und da hoffe ich, dass du da was rausnehmen kannst. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, aber dazu kommen wir später nochmal, wenn ich die Basstöne in der linken Hand spiele. Dann nehme ich oft die Quinte des Akkords. Ne? Hier beim Des ist es das As, beim S ist es das B, beim F ist es das C. Auch ganz gerne mit. Aber dazu kommen wir später noch einmal, ne? Aber wenn du das schon mal berücksichtigen willst, kannst du das schon mal machen. Vielleicht hast du das sogar schon. Also, viel Spaß mit dem Video. Ich freue mich auf dich im nächsten Teil.